Das Soundsystem wurde aktiviert. Ja, und damit herzlich willkommen hier zu Let's Play Train Simulator 2013 mit mir, den Sachsen-Let's Player. Wir befinden uns auf der Linie S6 von Köln Hauptbahnhof nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Und ja, ich würde sagen, Türen auf. Und dann würde ich sagen, lassen wir die ganzen Leute erstmal einsteigen. Und wie ihr ja sicherlich hört, hey, Hintergrundgeräusche, what the fuck geht hier ab, Sprachsteuerung, ja, wie beim letzten Mal schon angekündigt, hat es sich mit den Bordansagen hingehauen, das System ist online, das ist ein Sound-System, diesmal alle wichtigen Informationen in der Videobeschreibung, wenn ich jetzt sage Google, das wird aber da vorne und hinten nicht. Vorhinein zu sagen, ja, es kostet Geld, kostenlos gibt es das Ganze auch, aber da ist nur ein Szenario mit dabei, dafür braucht ihr Berlin-Württemberg. Genau, Düsens, gibt's eins auf den Löffel. Und ja, das ist Starterpack, kostet insgesamt, also die Lizenz, 10 Euro. Als Voraussetzung gelten noch zwei Szenario-Addons. Der Zug hier, der BR423. Also ich habe jetzt im Endeffekt erstmal 30 Euro investiert und kann mit den aktuellen Sounddingern, die drin sind, diese eine Strecke fahren. Für den Rest bräuchte ich Berlin-Württemberg als Addon. Also ihr könnt schon mal sicherlich davon ausgehen, dass ihr da etwas Geld investieren müsst. Für lau gibt's das nicht. Gecrackt gibt's den ganzen Spaß auch nicht. Ja, ich denke mal, somit sollten alle Fragen in dem Sinne auch geklärt sein. Und ich würde sagen, wir fahren los. Wir haben insgesamt 19... ganze Stationen. Nächster Halt ist Köln Messe Deutz. Dort werden wir aber auch, glaube ich, noch eine Ansage hören. Das ist ja das Schöne an diesem Soundsystem. Zu geil. Wirklich, zu geil. Lohnt sich wirklich jeder Cent. Nächste Station, Köln Messe Deutz. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Richtung Hennef und Au an der Sieg. Bitte in die Linie S12 umsteigen. Richtung Köln-Bonn Flughafen und Troisdorf, bitte in die Linie S13 umsteigen. Es besteht Anschluss zur Stadtbahn. Next Stop, Cologne Trade Fair, Deutz. For Cologne-Bonn Airport, please change onto line S13. Zu geil. Es kommt auch noch die Ansage, wo die Herrschaften sich denn bitte begeben sollten zum Aussteigen. Muss ich gerade mal kurz gucken, wo ich hier halten muss. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, wunderbar. Ich habe bis jetzt immer gelernt, immer schön da, wo das H steht, auch da halten. Weil es sonst irgendwelche Probleme mit den Türen gibt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und halt. Wunderbar. Türen öffnen. Kommt mir das Signal für Tür auf. Ja, diese ganze Elektronik hier, SIFA, LZB, PZA, schieß mich tot, könnte ich aktivieren über Steuerung und Numpad Enter. Das Problem ist bloß, ich raff's nicht. Ich hab's bei vielen YouTubern, unter anderem bei Bob Spiel, das ist da ein bekannter Let's Player im Train Simulator Bereich. Ich raff's einfach nicht. Also im Endeffekt ist das eine Steuerungseinheit über die LZP beim ICE 3 zum Beispiel, dass der ICE von alleine fährt, alleine abbremst, alleine beschleunigt und so weiter und so fort. Über ABF oder irgendwie so ein Spaß, mit dem ich eigentlich gar nichts mehr machen müsste. Der Zug das halt alles automatisch übernimmt, so wie es in der Realität im Endeffekt ja auch so ist. Und einfach bloß hier, SIFA, ja, ich bin da, oder da ist ein Magnet, hast du das Signal gesehen? Ja, hab ich. Und so in der Richtung. Aber schaff's einfach nicht. Deswegen lassen wir das System aus, weil wenn du da Fehler machst, werden da Zwangsbremsungen eingeleitet und das hält alles nur in der Zeit auf. Da war der Vorgastkomfort jetzt gerade mal nicht mehr gewährleistet. Sind da sehr im gelben Bereich. Obwohl Bergneuf, ne? Naja, und deswegen fahren wir lieber so, wie wir fahren. Weil man kann ja, wie gesagt, über die ganzen bescheidenen Anzeigen hier deaktivieren. Ich hab sie lieber an. Ich bin Noob, ich bin Anfänger in diesem Spiel.
So, würde ich mal sagen, let's go, dass wir hier pünktlich ankommen. Am ersten Bahnhof waren wir pünktlich, wollen wir mit meinem zweiten auch pünktlich ankommen. Jetzt geht's erstmal hier Berg Nunner. Müssen wir mal gucken, mit wir nicht über unsere 60 km/h kommen. Aber das läuft. Immer schön abbremsen hier. Und dann läuft das doch. Oh, wunderbar. Und jetzt können wir wieder unsere 100 fahren. Das Gequietsche in den Kurven hatte ich anfangs immer gedacht, ich wäre zu schnell. Aber nö, das ist anscheinend so, also von daher, gut, warum nicht? Hier oben seht ihr gerade einen IC. Intercity. Also wirklich geil, hier gibt es mit diesen Szenarios, die werden teilweise mit in den Soundpaketen geliefert, ebenfalls das war im Soundpaket mit dabei. Nächste Station, Köln Forst. Andere wiederum müsst ihr halt euch den Add-ons kaufen, die kosten so 6 bis 8 Euro. Und man hat wirklich mehr KI-Verkehr, ihr seht jetzt hier der IC, der uns da. Es ist einfach mehr los, ja, auch alleine durch die Umgebungsgeräusche etc. Macht schon Spaß, macht schon Spaß. So. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Jetzt habe ich es durchquatschen total verpasste Bremsen. Wird sich auch gleich wieder rächen oder es wird sich komplett rächen. Scheiße. Mist, Mist, Mist. Ja, man sollte halt nicht quatschen, sondern auch ein bisschen darauf achten, wie man fährt. Denn das ist auch wichtig. Ach ja, die Ameisen. Össi und Zugfeuerer, ahoi, ahoi, ahoi. Na, jetzt noch ein bisschen justieren hier. Ein Reiter mit. Und auf. So. Trotz all dem noch gerade mal so pünktlich angekommen, E30. Bin ich beeindruckt. Geht hinten ein bisschen die Action los. Nee, nee, nee. Gut, beim nächsten Mal bitte etwas mehr konzentrieren, Herr Sachse. Weil das war jetzt schon ein bisschen mehr als nur ein paar Zentimeter drüber. Aber gut. Darf ja auch mal passieren. So, ja, dann geht's mit voller Kraft voraus. Ne, haben sie natürlich nicht angenommen. Sehr schön. 33, 33. In 900 Metern. Köln-Mülheim. Was auch so schön ist, die Wände mit Graffiti full. So, 60 dürfen wir hier fahren. Weil, ach nee, es geht mit 60 weiter so rum. Nächste Station. Köln-Mülheim. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Richtung Bergisch Gladbach bitte in die Linie S11 umsteigen. Es besteht Anschluss zur Stadtbahn. Jawohl. So. Haben wir von unserem Bahnhof oder unsere Station, Bahnhof kann man sie ja nicht nennen, unsere Station auch schon. Ich sag mal so, wenn man mit 50 km/h in die Station reinfährt, ist das relativ Ausstieg in Ordnung. Richtung links. Weil man auch teilweise wirklich ein Gefühl dafür braucht. Jetzt muss ich die Bremse reinhauen, dass ich bei H halte. Das habe ich halt noch nicht so ganz gerafft. Deswegen lassen wir uns jetzt einfach mal etwas gleiten. 33, 33 sollten wir ja drin sein.
Scheiße. Ah, ja, gerade so, du. Wir haben zwar nicht mehr so ganz 33 Abkommen, aber egal, wenn wir wenigstens 2 Verspätungen drin haben, ich denke mal, das können wir uns leisten. Ist ja nicht so, als würde die Bahn immer pünktlich kommen, ne? Jedenfalls nicht der Deutsche. So! Ihr seht schon, das Ganze zieht sich ein bisschen, also ungefähr sollte die Szenario-Länge 60 Minuten sein. Mal gucken. Denke ich mal, sind wir schon die ganze Woche noch damit beschäftigt, je nachdem, was ja noch so dazwischen kommt. Ja, natürlich wird wieder nicht angenommen. Ja, müssen wir gucken, müssen wir gucken. Aber wie gesagt, schon mal mit den Bordern sagen, relativ nice. Nächste Woche hole ich mir dann auch das, also ist dann das Berlin-Württemberg-Eton mit dabei. So, alter. 60 habe ich gelernt, was da oben auf den Tafeln steht, weil ich habe mich ja mal aufgeregt, hä, warum jetzt hier 60? Steht doch nichts auf den Dingern da unten. Ja, man sollte dann auch schon etwas auf die Signale achten, wenn da oben eine 6 da steht, so eine ganz große, dann heißt da 6 für 60, 8 für 80, 4 für 40 und so weiter und so fort, ja. Das habe ich mir da mal ein bisschen gegoogelt, ne? Gegoogelt, so. Dann geht's dann mal hier mit 60 in aller Ruhe weiter, obwohl die 60 dürfen wir dann auch bitte etwas ausfahren. Sind ja gerade auch ganz wenig unter Zeitdruck, deswegen, ja, dürfen wir das auch mal etwas ausreizen hier. 37 sollte die nächste Ankunft sein, in 3,1 Kilometer. 39 wird gerade so damit gerechnet. Ich finde es klasse, nicht? Weil das eigentlich direkt auf den Senkel geht, dass wir jetzt schon wieder Verspätung drin haben. Aber jetzt dürfen wir erstmal wieder unsere 80 fahren. Und dann natürlich auch weiter vorne unsere 120. Ah, jetzt sind wir ein Stückchen zu schnell. Das geht auch bergabwärts. Was will man jetzt hier erwarten? Da kann das schon mal ganz gut vorkommen. Nächste Station, Köln-Stammheim. So, gebt jetzt mal bitte für die 120er Area frei. Danke. Sieht eigentlich relativ gut aus. Ein bisschen achten, dass der Vorgaskomfort hier nicht flöten geht. 37 Ankunft, 38 Abfahrt. Ja, jetzt sind wir doch wieder ein Stückchen zu schnell gewesen. Weil das Baby zieht auch. Also wenn es zieht, dann zieht's. Das ist wirklich sehr beeindruckend, die BR423. So, ja, wenigstens, dass wir jetzt hier in den etwas schnelleren Strecken aufholen können. Weil Abfahrt soll 38 sein. Ah, es wurden wieder nichts. Sehr streng. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Und wieder drüber. Leck mich doch am Arsch. Ah, so war das nie was mit den Aufholen. Was schön immer ist, wenn ich die Strecke vorher privat anspiele, um zu sehen, ja, okay, läuft das alles ohne Probleme. Spätestens wenn ich es aufnehme, passieren solche Scheißfehler, ja. Aber gut, der Vorführeffekt halt. Ah, und bremsen. Bitte ein- und aussteigen und so weiter und so fort, please, meine Damen und Herren.
So, wann sollten wir ankommen? 37, es ist 38, was 39, also wiederum nicht erreicht. Nächste Station wäre dann die 1642 in 2,1 Kilometer. Wird ein bisschen kritisch. Wir sehen uns, denke ich mal, morgen wieder im nächsten Part. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann. Haut rein. Tschüss.